Ein Kleinwagen macht auf cool. Fiat kooperiert beim jüngsten Sondermodell mit dem Modelabel Trussardi, das für seine Luxuskollektionen bekannt ist. Hier arbeiten also zwei italienische Traditionsfirmen zusammen und Bea hat ihn für uns getestet. Der Kleinwagen basiert auf der Karosserievariante Cross, die an den zusätzlichen Offroad-Anbauteilen erkennbar ist. Die Serienausstattung fällt beim Trussardi ziemlich modern und umfangreich aus. Er ist zwar nicht besonders groß, dennoch hat der Kofferraum die richtige Größe für den einen oder anderen Einkauf. Der Windhundkopf von Trussardi übernimmt den Platz des Fiat-Logos in der Mitte des Lenkrads. Mit dabei das Infotainment-System, das die drahtlose Integration von Android- und iOS-basierten Smartphones ermöglicht. Auch auf den Sitzen findet man das Windhund-Logo und moderne Ziehnähte sorgen für Kontraste. Bea wagt einen Abstecher mit dem Fiat Panda Trussardi ins Gelände. Abseits befestigter Straßen macht dieser kleine Flitzer eine richtig gute Figur. Das hat er unter anderem seinen Allradantrieb zu verdanken. So ist man in der Natur oder bei einem Ausflug in abgelegene Bergregionen gut unterwegs. Der Trussardi-Schriftzug findet sich auf den Rammschutzleisten der hinteren Türen. Die Karosseriefarbe Café Italiano Braun ist in Metallic oder auch Matt verfügbar. Alternativen sind Gelato Weiß, Cinema Schwarz und Colosseo Grau. Und was sagt Bea? Ja, ich finde, das ist ein liebes, kleines, nettes Auto und für Höhen und Tiefen sehr gut geeignet. Also ich bin jetzt auf und ab gefahren und dafür ist es wirklich gut. Also meine Großtante wohnt im Gebirge und damit wird sie sicher öfters besucht. Ich muss nur zugeben, also optisch ist es nicht unbedingt mein Auto. Ich bin auch vom Hubraum ein bisschen mehr gewohnt, aber eben für diese Zwecke, fürs Gelände und Gebirge ist es absolut ein tolles Auto.